Heinrich Schliemann, Teil 1, die Biografie, Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für unsere Resilienz. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Heinrich Schliemann vor. Ich verweise auf den zweiten Teil über sein Werk, die Entwicklung zur modernen Archäologie. Heinrich Schliemann, zunächst zur Biografie. Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann wurde am 6. Januar 1822 in Neubukow bei Rostock geboren und starb am 26. Dezember 1890 in Neapel mit 68 Jahren. Heinrich Schliemann war ein sprachbegabter deutscher Kaufmann. Er war Autodidakt und Amateurarchäologe und widmete die zweite Hälfte seines Lebens der Wiederentdeckung der von Homer beschriebenen antiken Stätten. Er grub an den Dardanellen neun Siedlungsschichten des antiken Troja aus, inklusive der von Homer beschriebenen Stadt. Schliemann fand dort den sogenannten Goldschatz des Priamos, allerdings aus einer anderen, viel früheren Zeit. Heinrich Schliemann führte weitere erfolgreiche Ausgrabungen durch und fand auf dem Peloponnes vergessene mykenische Fürstengräber. In einem dieser Kuppelgräber fand sich die berühmte Goldmaske des Agamemnon. Seine anfänglichen Ausgrabungen waren fehlerhaft und grob. Er lernte daraus und stellte folgende Ausgrabungen zusammen mit Wilhelm Dörpfeld auf eine wissenschaftliche Grundlage. Beide wurden zum Vorbild für die künftige archäologische Feldforschung und entfachten weltweit Begeisterung für das klassische Altertum in breiten Schichten. Heinrich Schliemann wurde 1822 in Neubukow, einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Schwerin, geboren, als fünftes von neun Kindern des lutherischen Pastors Ernst Johann Adolf Schliemann 1780 bis 1870 hier im Bild und dessen Frau Luise Therese Sophie, geborene Bürger 1793 bis 1831. Heinrich Schliemann wuchs in der kleinen Gemeinde Ankershagen in Mecklenburg auf. Hier ist das Pfarrhaus zu sehen. 1828 erhielt er als Weihnachtsgeschenk die Weltgeschichte für Kinder von Georg Ludwig Jerrer, ein Pseudonym von Johann Heinrich Meunier, aus der ihm der Vater vorlas. Nach Aussage Schliemanns in seiner späteren Autobiografie erwuchs in ihm hieraus der Wunsch zur Suche nach Troja. Seine bedauernswerte Mutter starb 1831 nach der Geburt des neunten Kindes. Hier im Bild das von Heinrich Schliemann gestiftete Grabkreuz. Heinrich kam nun in die Familie des Onkels Friedrich Schliemann, ebenfalls ein Pastor, in Kalkhorst bei Grevesmühlen nahe der Ostseeküste. Der Vater konnte die Gebühren für das Gymnasium in Neustrelitz nicht bezahlen, weil er in Ankershagen des Amtes enthoben wurde. Heinrich Schliemann musste daher nach 3 Monaten das Gymnasium abbrechen und auf die Realschule in Neustrelitz wechseln, bis zu seinem Abschluss mit 14 Jahren. Die Armut seiner Familie verwehrte ihm eine Universitätsausbildung. 1836 bis 1841 durchlief er eine Kaufmannslehre in Fürstenberg an der Havel in einem Krämerladen. Hier ist die dortige Gedenktafel im Bild. 1841 versuchte Heinrich Schliemann sein Glück zunächst in Hamburg.
erhielt jedoch nur eine Stelle als Lagerarbeiter und erkrankte schwer mit Bluthusten. Danach wollte er mit einem Schulfreund nach Amerika auswandern. Er hatte bereits eine Stelle in Venezuela. Am 11. Dezember 1841 strandete das Auswandererschiff, der Dreimaster Dorothea, jedoch vor der niederländischen Insel Texel in einem Sturm. Hier ein dazu passendes Bild aus der Seefahrt. Heinrich Schliemann überlebte und kam nach Amsterdam. Er trat eine Stelle als Konturbote an und wurde bald Buchhalter. Heinrich Schliemann begann, Fremdsprachen zu lernen. Er erwies sich als ein Sprachengenie, denn innerhalb eines Jahres lernte er Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, meistens in 6 Wochen. Am Lebensende sprach er 12 Fremdsprachen. 1844 bekam er eine Stellung beim Handelshaus B.H. Schröder und Company in Hamburg als Korrespondent und Buchhalter und wurde 1846 von dieser Firma als Bevollmächtigter nach St. Petersburg geschickt. Bereits 1847 eröffnete er ein eigenes Handelshaus, hier im Bild im russischen Pelz als Großhändler und wurde auch russischer Staatsbürger. Er war erfolgreich im Handel mit Kolonialwaren und wurde reich durch Lieferung von Rohstoffen für Munition an die Armee des Zaren im Krimkrieg 1853 bis 1856. Zwischenzeitlich zog Schliemann 1850 bis 1852 zu seinem Bruder Ludwig nach Kalifornien, wo dieser Goldsucher war. Heinrich Schliemann gründete eine florierende Bank für Goldhandel in Sacramento. 1852 verkaufte er die amerikanische Bank und kehrte nach St. Petersburg zurück. Er heiratete 1852 die russische Kaufmannstochter Jekaterina Petrowna Lischina 1826 bis 1896 und hatte mit ihr 3 Kinder. Hier sind alle im Bild zu sehen. Heinrich Schliemann lernte ab 1856 Latein und Altgriechisch. Er war nun reich genug und wollte sich vom Kaufmannsleben lösen und ganz der Archäologie widmen, was ihm jedoch erst 1864 gelang. 1864 ging er auf eine Studienreise nach Asien und Nord- und Mittelamerika. 1865 verfasste er sein erstes Buch China und Japan, das ein wichtiges Zeitdokument dieser Länder vor ihrer Modernisierung wurde. 1868 startete er eine erste Forschungsreise nach Griechenland. Er grub erstmals auf Korfu auf den Spuren der Phäaken und suchte auf Ithaka, allerdings vergeblich, den Palast des Odysseus. Hier ist dieser bei seiner Heimkehr im Bild gezeichnet. 1868 schrieb er zusammenfassend sein zweites Buch, Ithaka, der Peloponnes und Troja, wofür er im Folgejahr von der Universität Rostock den Doktortitel erhielt. Im August 1868 erreichte Heinrich Schliemann zum ersten Mal die Landschaft der Troas, hier im Bild eingekreist, und stellte Forschungen zur Lage der Stadt Troja an. Nach ausführlichen eigenen Ortsbegehungen übernahm er die Meinung des Engländers Frank Calvert 1828 bis 1908, dass sich Burg und Stadt Troja unter dem Hügel Hisarlik, dem sogenannten Palasthügel, verbergen müssten. Hier ein Blick von heute in die Landschaft der Troas, also in die weite, fruchtbare Küstenebene vor Stadt und Burg Troja. Bei einer Reise nach Amerika erlangte Heinrich Schliemann 1869 die amerikanische Staatsbürgerschaft und erwarb dadurch rechtlich die Möglichkeit in Amerika, die nach russisch-orthodoxem Ritus geschlossene, aber leider zerrüttete Ehe mit Jekaterina Lischina scheiden zu lassen. Von seinem Freund, einem Erzbischof in Athen, ließ sich Heinrich Schliemann Fotografien von Homer-begeisterten, schwarzhaarigen griechischen Heiratskandidatinnen senden. Nach der Rückkehr nach Griechenland heiratete Schliemann 1869 die
17-jährige Sophia Engastromenos, 1852 bis 1932 hier im Bild. Sie begleitete ihn ab 1876 auch bei den Ausgrabungen. Nach seinem Tod führte Sophia sein Werk fort und hielt Vorträge über die Grabungen. Heinrich und Sophia Schliemann hatten zwei Kinder. Der Sohn Agamemnon Schliemann, 1878 bis 1954, hier im Bild sehr elegant zu sehen, wurde griechischer Parlamentsabgeordneter und 1914 Botschafter in den USA. Heinrich Schliemann begann 1870 mit anfangs sogar illegalen Grabungen an dem 15 Meter hohen Hisarlik-Hügel, bevor die Grabungserlaubnis 1871 dann doch erteilt wurde. In 3 Wochen lernte er Türkisch. Bereits ein erster, 20 Meter langer und bis zu 3 Meter tiefer Graben führte zur Entdeckung mehrerer Siedlungsschichten. 1872 führte die zweite Kampagne zum Fund der Helios-Metope. Eine Metope ist ein Füllrelief an einem Fries, hier im Bild zu sehen. Das Bild des Sonnengottes schmückte den hellenistischen Athena-Tempel aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, also wieder nicht die gesuchte homerische Zeit. Die erfolgreichste Kampagne war 1873, da Heinrich Schliemann in der Nähe eines Stadttores und einer breiten Straße den Schatz des Priamos fand. Es handelt sich um einen Gold- und Silberschatz mit 8000 Gegenständen. Schliemann schmuggelte den Schatz zunächst aus dem Osmanischen Reich. Nach einer Klage der Türken kam es zu einer Einigung. Heinrich Schliemann kaufte den Schatz für einen hohen Geldbetrag ab. Er schmückte damit in einem berühmt gewordenen Bild seine Ehefrau Sophia und stellte später den Schatz 3 Jahre lang in England aus. Die deutschen archäologischen Meinungsbildner verweigerten dem Autodidakten Schliemann aber zunächst die erhoffte Anerkennung. Die Engländer zeigten sich dagegen sofort interessiert und begeistert. Auf Zureden Rudolf Virchows schenkte Heinrich Schliemann 1890 dann doch den sogenannten Schatz des Priamos dem deutschen Volk. Die Kunstwerke waren seitdem im Berliner Völkerkundemuseum ausgestellt. 1945 stahlen die Russen den Schatz unter dem Vorwand der Beutekunst, leugneten das aber 40 Jahre lang gegenüber der Weltöffentlichkeit. Seit 1994 ist bekannt, dass der Schatz unzerstört in Moskau liegt, in Deutschland sind inzwischen Kopien ausgestellt. Schliemann führte 1874 bis 1876 erstmals zusammen mit seiner Frau Sophia Grabungen in Mykene durch, anfangs wieder ohne Genehmigung. Und fand durch konsequente Suche auf den Spuren des Epos einen in der Ilias erwähnten Versammlungsort mit 2 Steinkreisen sowie schließlich 5 prunkvolle Schachtgräber, hier ein Bild, mit wertvollen Grabbeigaben und goldenen Totenmasken. Eine dieser Masken wurde von ihm zur Goldmaske des Agamemnon erklärt und berühmt. Hier ist sie im Bild zu bewundern. Später stellte sich heraus, dass sie sogar noch 300 Jahre älter ist als der Zeitraum des von Homer besungenen Trojanischen Krieges, der heute zwischen 1300 bis 1200 vor Christus datiert wird. Hier im Bild ein Telegramm von Heinrich Schliemann von 1876, in dem er in Englisch und Griechisch dem griechischen König Georg I. die Schätze aus den Gräbern von Mykene für sein Volk anbietet. Inzwischen wurde Heinrich Schliemann auch in Deutschland anerkannt und gefeiert. Hier ist das Ehepaar bei einem Besuch in Deutschland zu sehen. Er wurde nun ein gesuchtes Mitglied in deutschen und ausländischen wissenschaftlichen Vereinigungen. Schliemann führte ab 1878 erneut mehrere Grabungskampagnen in Troja durch und wurde dabei unterstützt vom Mediziner und Anthropologen Rudolf Virchow, siehe Kapitel 57. Heinrich Schliemann wurde ab 1882
durch den jungen Architekten und Archäologen Wilhelm Dörpfeld begleitet, hier im Porträt zu sehen. Dörpfeld ist 1853 in Bredde bei Wuppertal geboren und 1940 in Niedri auf der ionischen Insel Lefkada gestorben. Beide freundeten sich an. Dörpfeld war ein Glücksfall für die wissenschaftliche Archäologie der Antike. Seitdem wurden die Grabungen von beiden präziser, schonender und wissenschaftlicher und zum Standard und Vorbild für spätere archäologische Expeditionen. Heinrich Schliemann ließ sich ab 1878 von dem Architekten Erich Ziller in Athen einen neoklassizistischen Wohnpalast bauen, das Ilio Melatron, den Palast von Ilion, der heute das Numismatische Museum Athen beherbergt. Weitere archäologische Grabungen wurden in Orchomenos in Mittelgriechenland durchgeführt, sowie ab 1884 sehr produktiv in Tiryns auf dem Peloponnes nahe Argos. Hier fanden Schliemann und Dörpfeld zyklopische Mauern aus archaischer früher Zeit. Schliemann und Dörpfeld holten aus der Vergessenheit und unter Bergen von Schutt hervor an das Licht des Tages einen gut erhaltenen mykenischen Königspalast mit einem Arkadenhof und bunten Fresken. Hier faszinierende Wandbilder einer versunkenen Welt. Solche Bilder sehen wir wieder nach einem langen Schlaf von über 3000 Jahren. Heinrich Schliemann litt an einem chronischen Cholesteatom. Das ist eine quälende, zerstörende Entzündung des Mittelohres. Im November 1890 wurde in Halle daher eine Operation durchgeführt. Die Entzündung verschlechterte sich dennoch und Heinrich Schliemann verstarb auf dem Rückweg nach Athen am 26. Dezember 1890 in Neapel. Er ist in Athen in einem von Ernst Ziller entworfenen Mausoleum beigesetzt. Die Kinder aus beiden Ehen erhielten großzügige Erbteile. Nach seinem Tod erhielt Schliemann zahlreiche Ehrungen. Im Jugendort Ankershagen pflegt das Heinrich-Schliemann-Museum seine Erinnerung, hier im Bild zu sehen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auf den zweiten Teil mit dem Werk von Heinrich Schliemann, der Entwicklung der modernen Archäologie und auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Forschergeist und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Heinrich Schliemann, unbeirrt und fantasievoll waren und unsere Welt mit Träumen erfüllt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.